Skills 2014 is now officially open. Insgesamt haben sie zusammen 18 Stunden auf 3 Tage gelegt. Es ist sehr knapp die Zeit, sie müssen sich ranhalten. Wir erleben hier die ganze Faszination des Handwerks. Wir sehen die ganze Vielfalt des Handwerks. Also wir haben alles gegeben, die ganze Zeit Vollgas. Ich denke, Sie haben hier sehr wertvolle Erfahrungen gesammelt für Ihre weitere berufliche Laufbahn. Sie haben eine hervorragende handwerkliche Ausbildung und eine hervorragende Einstellung zum Wettbewerb gefunden. Ich denke, Sie sind sehr, sehr große Vorbilder für unseren Nachwuchs in unserem Beruf. Ich bin Handwerker, weil ich mit meinen Händen etwas erschaffen will, was auch einen Wert hat. Ich bin Handwerker, weil es mir wirklich Spaß macht, mit den Händen was zu erschaffen. Ich bin mir ganz sicher, dass Handwerk eine große Zukunft hat. Wir brauchen auf dem Bau gut ausgebildete Fachkräfte. Qualität im Handwerk bedeutet für uns eine sehr, sehr gute Ausbildung. Die haben wir über das duale System in Deutschland und natürlich über den Meister, den es eben nicht in allen Ländern gibt. Und ich glaube, wenn man sich hier umschaut, dann sieht man schon, was der Meister eben auch bei uns in Deutschland bedeutet. Qualität und Qualität und nochmal Qualität. Der beste Moment war, wo ich in der letzten Minute mich rumgedreht habe und die ganzen Leute halt gesehen habe. Es ist ein Traum, eigentlich zuzuschauen. Für mich als Trainer für die zwei Jungs ist es echt eine Belohnung. Und sie haben was, wo sie ihr Leben lang dran zehren. Das vergessen die nie. Es ist unfassbar. Es ist nicht nur ein Traum in Erfüllung gegangen, es sind sogar 2 Träume in Erfüllung gegangen. Und für uns beide sind 4 Träume in Erfüllung gegangen. Ja, ich habe nicht mal mit einer gerechnet und jetzt habe ich 2. Ich freue mich wirklich, dass ich hier dabei gewesen bin.